So, auf jeden Fall, ich glaube, keine Ahnung, irgendwer hat der Verbindung zur ESL verloren. Und ja, ich hoffe, es funktioniert jetzt wieder. Ich weiß nicht, ob ich live bin, aber ich mache jetzt einfach mal weiter. Und damit hier das CC3. Blade sucht jetzt hier die Offensive. Also sie konnten diesmal hier bei Flipside durch ihr defensives, durch ihren defensiven Aufbau hier die Runde sogar holen. So. Also auf jeden Fall sollte er wieder live sein. Ich entschuldige mich dafür. Aber irgendwie hat er die Verbindung zum Server verloren. Warum auch immer, das kann dir nur der liebe Gott beantworten. So, auf jeden Fall, wir haben nicht viel verpasst. Außer dass es hier, ja, 10 zu 4 steht. Und da konnte sich Flipside sogar noch eine Runde holen. Big jetzt hier weiterhin, aber trotzdem Vorteil. 10 Runden auf CT-Seite ist natürlich ein gutes Ergebnis. Wenn sie jetzt noch Flipside eine Runde wegnehmen, wäre das ideal für sie. Dann müsste Flipside echt darum bangen, hier nach verlorener Pistol Round das Matchup früh abzugeben. Und ja, nochmal die Chance hier auf jeden Fall für Big. Jetzt wieder mit gutem Positioning in der Mitte hier die Runde vielleicht auf die Konto zu buchen. Blade zieht jetzt rum und der zeigt sich hier heute richtig aimstark. Das gleiche gilt eigentlich auch für Makelov, die bisher am besten hier triumphiert haben, wenn es darum geht, irgendwelche Duelle zu gewinnen. Und Gott Beda jetzt mit Lorpe, die Gap kann er hier nicht ausnutzen. Da liegt die Smoke ein Tick zu weit drüben. Aber sie zwingen wieder jetzt natürlich Flipside Richtung Rampe zu ziehen. Ja, und jetzt steht Big eigentlich, oder Gob steht eigentlich viel zu offen in der Situation. Bombe aber getroppt, da ist Next nochmal erfolgreich, aber trotzdem ist es jetzt Tapsen und der läuft von hinten rein. 2 gegen 1 Situation. Bombe muss immer noch gepickt werden. Makelov hat da keinen Fokus nach hinten. Wird hier wieder von Tapsen rausgenommen. Und die Bombe liegt halt und das ist gecallt. Das heißt, Tapsen kann sogar nochmal die Position wechseln. Und er versucht nochmal komplett die Position zu wechseln. Ich weiß nicht, ob die Bombe bekannt war, weil Tapsen halt komplett rüber rotiert. Und das heißt, er kommt jetzt komplett über die Flanke reingefallen. Der hat natürlich jetzt einen guten Panoramaweg hier. Bombe liegt komplett offen. Das ist jetzt die Chance für Waylander, hier die Runde auszuspielen. Für Tapsen jetzt sehr, sehr, sehr schwer. Er muss erstmal Waylander finden. Und er macht die Runde! Tapsen holt die Runde. Waylander kann den Frag hier nicht setzen. Und genug Zeit hat er auch noch, um die Bombe zu defusen. Damit ist es das 11 zu 4. Also, Flipside kann sich hier nur 4 Runden auf Cash in Hälfte Nummer 1 holen. Und das ist meiner Meinung nach eindeutig zu wenig. Und das war eigentlich ein Free Frag für Waylander in dem Fall. Und er macht ihn nicht. Also Waylander präsentiert sich heute hier, ja, von keiner guten Seite. Also Tapsen hat auch noch mal jetzt genug Zeit, dass er da schon Richtung A-Spot durchgelaufen ist. Da hat er die Bombe wohl doch nicht gesehen. Beziehungsweise hat man dann hier wohl doch nicht mitbekommen, dass die Bombe da getroppt ist. Und Waylander hat halt in der Situation, ja, komplett verämt. Also normal hätte Waylander den haben müssen und dann wäre es eigentlich noch eine Runde für Flipside gewesen. Also es scheint bei Flipside auch nach dem intensiven Training, was man wohl gemacht hat, scheint es wohl nicht zu funktionieren. Ja, und wiederum Flipside halt mit einem Problem, hier auf der T-Seite ins Spiel reinzukommen. Bekommen nicht wirklich die Mittelkontrolle, vor B hat auch nicht wirklich geklappt. Da ist Big einfach auch, ja, mit der AWP im Vorteil. Ich würde sagen, Flipside präsentiert sich in manchen Situationen etwas aimstärker. Dass man individuell einfach besser ist. Lassen wir einfach mal Waylander außen vor, weil der spielt heute kein gutes Spiel. Aber man merkt halt bei Big Refrag-Verhalten, gutes Positioning. Das sind hier die goldenen Dinger, die bei Big hier gerade das auf 11 Runden aufstocken. Und da kommt Flipside gerade gar nicht drauf klar.
Also, wir warten jetzt auf den letzten Spieler vom Flipside, dann sollte es eigentlich vielleicht weitergehen. Also wieder Blade, der nochmal neu connecten muss. So, ich kann mir richtig gut vorstellen, by the way, wie Waylander jetzt daheim am Eskalieren ist. Weil das ist ein Spieler, der sehr, sehr ehrgeizig ist und wenn es nicht läuft, auch mal sehr schnell tilten kann. Und das kann vielleicht Flipside auch so ein Spiel kosten. Und meiner Meinung nach hat Waylander bisher echt nicht gut gespielt. Viele unnötige Offensiv-Moves da Richtung B gespielt, dann noch die Klatsch-Situation verloren, die eigentlich für ihn, ja, ein klares Ding war. Von daher, mal gucken. Vielleicht auch nicht einfach sein guter Start. Das heißt, vielleicht einfach die Map bei Flipside abschreiben und dann in die zweite reingehen. So, und Waylander spielt sich hier noch ein bisschen warm, bevor es dann gleich weitergeht und Plate wieder auf den Server kommt jetzt. Vielleicht kann er sich gleich hier auf der CT-Seite auch so ein bisschen den Frust runterspielen. Von daher lassen wir uns einfach mal überraschen, was uns jetzt erwartet. Also für Big auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Start, mit dem sie leben können. Sehr, sehr souveräne CT-Seite. Und es hat auch ziemlich gut geklappt mit, dass man auch nur einen Spieler durch die Mitte abgestellt hat, beziehungsweise einen im Support. Da hat Big keine Probleme gehabt. Normal mit dem Setup, was sie gegen zum Beispiel sehr, sehr offensive Spiele, zum Beispiel gegen ein Fnatic, was viel über Mitte spielt, oder auch gegen Fnatic Academy, hat man es gestern gesehen. Da hat man arge Probleme gehabt, die Mitte zu halten. Hier gegen Flipside sieht das fast schon zu leicht aus. Also mal schauen, was Flipside hier uns noch ja, entgegenwirken kann. Das ist halt zurzeit ja, doch. Meiner Meinung nach ist Big hier schon eine kleine Klasse besser. Nicht vom Aiming her, aber vom taktischen, beziehungsweise vom Positioning und auch vom Einsatz der Utility. Einfach viel, viel cleverer unterwegs. Können wir nur das Beste hoffen, dass wir uns noch eine spannende Partie anschauen können. Und das Ding hier nicht mit 2-0 zu Ende ist. Ja, freut mich auch für Keith, dass er so einen guten Start in das Match bekommt. Aber er bekommt es ja fast schon auf dem Präsentierteller serviert. Weil er kann sich so viel Confidence vor B abholen, weil er da immer den Free-Frag bekommen hat. Dass Keith halt schon von Anfang an ein sehr gutes Spiel reinstartet. Das ist halt auch wichtig für Big, beziehungsweise für Keith, dass er direkt von Anfang an da absolut on point ist und einfach auch diese Confidence mitnehmen kann. Und damit geht es los. Auf geht's, ab geht's. 4-11. Also Big gibt hier doch schon mal ordentlich Gas und spielt eigentlich eine sehr gute CT-Seite. Jetzt dürfen sie auf T-Seite beweisen. Ja, man versucht direkt sogar hier hoch zu boosten Richtung Mitte, um da das Kreuzhorn mit Blade aufzubauen. Also mal schauen, und Big entscheidet sich hier über die Mitte zu gehen, stellt hier sogar Tapsen vor B ab, der so ein bisschen Stunk hier macht. Und sie warten halt mit drei Spielern auf dem B-Spot. Markelov, wie gesagt, so eher der Hybridspieler und man steht auf A-Spot komplett auf Retake bereit. Also man fokussiert sich echt auf die Mittelkontrolle bzw. auf B-Kontrolle. Und mal gucken,
was Big hier vorhat. Das soll jetzt über die Mitte rausgehen. Man geht höchstwahrscheinlich schnell über den Highway, kann den Spieler hier im Wendt aber nicht ausschalten. Mit Markelov hat man da nicht gerechnet, zieht jetzt das Tempo langsam aber sicher an mit Nex Richtung Highway. Und da wird man versuchen, Richtung A-Spot höchstwahrscheinlich zu kommen, sobald man vielleicht sogar hier Markelov ausgeschaltet hat, vielleicht sogar auf B zu kommen. So, aber Markelov steht hier, sein Mann, Gob B, versucht nochmal hinterher zu gehen. Und sie müssen sich entscheiden, wo soll die Reise hingehen. Nex macht das Ganze Richtung Highway auf. Damit auch hier direkt mit Legia. Direkt Richtung K durch. Und sie können hier einzeln die Duelle im Nachgang entscheiden. Das ist nur noch Markelov, der hier die Flagge hochhalten muss für Flipside. Und der bekommt von Legia, der da komplett durchgepusht ist, direkt über Z in den Hinterkopf geschossen. Damit die 12. Runde für Big. Und das ist doch ein exzellenter Start, wenn man hier in Hälfte Nummer 2 geht. So, mal schauen. 4 zu 12. Für Flipside eigentlich eine gute Idee. Taktisch war das gut gespielt, da die Mitte abzublocken und A aufzulassen. Aber dann ist es halt Nex, der alles komplett abfängt. Markelov macht da einen sehr, sehr guten Job Richtung Vent. Nimmt aber Big auch sehr, sehr viel Dynamik und sehr viel Tempo raus. Aber am Ende reicht hier nicht. Und Big ist jetzt einfach hier im SMG-Vorteil. Den sollten sie eigentlich auch nicht mehr abgeben können. Man spart sogar bei Blade direkt mal ein bisschen Geld auf 1500. Der will sich die AWP holen. Na, mal schauen, was man machen kann. Big sammelt sich langsam, aber sicher. Mit drei Leuten sehr, sehr kompakt. Versucht mit einem einfach nur so einen Boost abzuhalten. Und man spielt so ein bisschen mit Legia da auf Information. Na, es sieht so aus, als würde man hier Richtung A gehen. Da wird die Flash Richtung Mitte kommen. Mal gucken, ob man da boosten will. Wäre eigentlich eine gute Entscheidung, vielleicht sogar einen verzögert in die Mitte zu schicken. Aber man macht's kompakt. Man will das kompakt machen. Da wartet nur Electronic. Ja, im 5 gegen 4. So, da kommt der zweite Molotov reingeflogen. Electronic wird komplett aus der Ecke gedrängt. Der versucht nochmal die Position zu wechseln. Versucht hier irgendwo close distance zu kommen. Macht nochmal ein, aber Keith ist an Ort und Stelle direkt für den Trade. Zwischenzeitlich kann hier Big natürlich komplett auf den Spot laufen. Na, das ist nur World Edit mit Waylander und Blade. Und ja, ihre Idee wäre jetzt einfach hier, ja, Big natürlich auf dem Spot zu halten. Vielleicht dadurch sogar alle Waffen bei Big rauszunehmen. Lücke ist natürlich die Main, wo Big natürlich erstmal ohne Probleme natürlich abhauen kann. Blade kann da vielleicht gleich nochmal in den Rücken reinfallen. Der wartet natürlich noch zeitlich, bis da ein bisschen die Zeit runtergelaufen ist. Sieht hier aber keinen Spieler und der will nochmal rangehen an die Bombe, beziehungsweise da irgendwo nochmal die Seite reinfallen. Aber Tapsen und Keith bekommen das hier, ja, unter Kontrolle und damit kann man hier die Waffen durchbringen und die 13. Runde bei Big aufs Konto schreiben. So, damit das 4 zu 13 für Flipside, geht es jetzt hier nochmal. Ja. In eine Pistol Round. So, Molotov kommt da nicht so gut geflogen. Man drückt aber trotzdem durch. Einfach eine Smoke drauf und Abfahrt. Ja, mit dem Tapsen hier das Ganze ein. Keith gibt ihm da das Backup. Ja, und der B-Spot wird hier ohne Probleme eingenommen. So ist noch Markelov auch direkt ins Köpfchen. Und die Runde ist vorbei. Also Big geht hier souverän Richtung B drauf. Hat hier noch Keith als Backstepper. Vent kann man dadurch einfach gemeinsam hier mit Tapsen absichern. Ja, 14 zu 4. 4 zu 14. Und Flipside jetzt mit der ersten Waffenrunde. Und das ist halt ihre letzte Runde, wo sie nochmal ins Spiel reinkommen können. Wie gesagt, sie haben zwar ein bisschen Loser-Bonus, aber es wird halt nicht für einen Fullball reichen. Da sie halt auch komplett runterkaufen müssen. So, und Waylander da jetzt offensiv. Der will jetzt da ein bisschen den Keith nachmachen. Versuchen halt direkt in die Offensive zu gehen. Der muss aufpassen. Die Smoke wird hier gleich faden. Und dann wird der unglaublich viel Gegenwehr erwarten. So, nochmal das Smoke hin. Und bei
Big versucht mal durchzufischen. Markloff gibt ihm da das Backup. Wayland, der lebt da immer noch in der Ecke. Und er kann einfach nochmal durch die Smoke rausgehen. Jetzt kann er wunderbar Big in den Rücken reinfallen. Macht den ersten, den zweiten. Markloff ist da zwar gestorben, aber Waylander, der tänzelt da durch die Smoke. Und fällt hier Big komplett in die Flanke rein. Und damit kann er auch die Runde hier dicht machen. Markloff gibt ihm da wunderbares Backup. Und dann holt sich Flipside hier nach der verlorenen Pistol Round. Und nach den verlorenen Nachfolgerunden direkt die erste Waffenrunde. Gut, das heißt für Big natürlich weiterhin munterfröhlich reinkaufen. Die haben mehr als genug Geld. Und diesmal geht's hier über die Mitte raus. So, da wird Next direkt vorgeschickt. Baut hier auch direkt mit zwei Leuten auf, wird aber erstmal hier vom Plate abgefangen. Das heißt, Tapson darf sich jetzt erstmal hier verabschieden und in der nächsten Runde wieder mitmachen. Dadurch hat man aber Next hier noch nie wirklich gesehen. Ja, und der nimmt jetzt einfach den kompletten Raum hier sehr defensiv erstmal bis zur Whitebox ein. Und sein Team kann sich jetzt entscheiden, wo es hingehen soll. Also Mittelkontrolle da natürlich sehr, sehr wichtig, weil Next dann so ein bisschen verzögert, vielleicht sogar als Backstep agieren kann. Keith wartet dann auf den Moment. Und das wäre natürlich ideal, wenn Keith da den Spieler natürlich auch in der Offensive halten kann. Ist das eigentlich für Next auch so ein willkommener Frag da Richtung Mitte? So, und bisher doch ein sehr, sehr ruhiges Spiel. Also wir sehen bisher nicht viel, außer dass Next jetzt hier Support von Gob bekommt. Oh, da zieht man raus. Die Flash kam gut und der Molotov liegt gut von Next. So, da versucht man auch raus zu pushen, klappt hier aber nicht. Nika da zwischenzeitlich Richtung Flur auch erfolgreich, aber Markeloff zieht hier nach zum Refrag. Worldedit bleibt weiter Richtung NBK stehen. Sie können hier das Kreuzfeuer aufrechthalten. Gut, dass Markeloff danach gezogen ist. Und jetzt liegt es an Keith. Mal schauen, was er hier machen kann. Geht natürlich direkt Richtung NBK, verschießt den Schuss und Worldedit kann hier exekutieren. Und die sechste Runde für Flipside aufs Konto buchen. Eigentlich sehr, sehr coole Idee. Next gibt sich halt sozusagen oder Gob B auch das Backup durch den Molotov. Da geht man das Risiko bei Flipside ein, durch den Molotov zu pushen. Reicht nicht ganz, um da die Spieler zu holen, besonders weil er geflasht war und dann kam er auch nicht mehr aus dem Molotov raus. Aber wiederum ist es dann Markloff und der Spieler im NBK, der hier die Flagge hochhält. Damit Big hier mit dem Split nicht erfolgreich. So, Worldedit jetzt hier in der Mitte. Vielleicht das Duell gegen Lekia, der mit der Scout unterwegs ist. Ja, und sie haben natürlich so Pistole. Waylander dann direkt wieder offensiv nach vorne. Also er versucht hier die Smoke, die da gelegt wurde, direkt auszunutzen. Das hat bisher hier auf B ziemlich gut geklappt. Nur Worldedit hat er nicht wirklich viel Probleme, die Mitte zu halten. Bombe jetzt ja auch hier getroppt. Ja, das ist nur noch Keith hier vor dem B-Spot. Und die Runde geben sie noch ab. Also Flipside hier vielleicht nochmal mit dem Comeback. So, lassen wir uns mal überraschen, ob Flipside hier den guten Start auf der CT-Seite vielleicht auch mitnehmen kann. Geldtechnisch sieht das auf jeden Fall gut aus. Das Geldpolster brauchen sie auch. So, da soll es wahrscheinlich jetzt einfach den Boost geben. So, und der klappt ja auch. Damit kann man Electronic hier direkt eine gute Position bringen. So, Big wieder auf der Suche nach Mittelkontrolle. Diesmal Tapsen da ohne Gegenwehr Richtung Vent vorwärts gekommen. So, jetzt kommt der Molotov reingeflogen. Also, man zwingt den Gegner so ein bisschen zurück. Hat jetzt aber drei Spieler, die Richtung Highway hochkommen können. Und es soll wieder der Split werden. Verzögert. Next macht das Ganze da auf. Sieht den Zweiten noch ganz, ganz kurz. Die Munition ist leer. Und es klappt hier so weit, dass man hier das Duell Richtung A erstmal gewinnen kann. Und Flipside hier komplett auf Rückzug zwingt. Man hat immer noch den Spieler Richtung Highway. Und das ist Tapsen. Und der muss bisher nicht großartig hier eingreifen. Also Next wird da direkt vorgeschickt. Macht hier das Ganze Richtung Spot auf. Absen hier mit dem Überraschungsmoment und man steht hier in der B-Tech-Situation. Waylander hier erfolgreich. Tapsen weiter Richtung K und er macht den Zweiten. Also Tapsen holt hier für sein Team den Matchpoint. Nimmt die Waylander und Blade raus. Und damit ist 7 zu 15. Also Big doch ganz erfolgreich mit ihrem Execute.
wenn es hier über die Mitte gehen soll. Diesmal auch ein bisschen mehr Präsenz gezeigt, dass man mit drei Leuten versucht, das Ganze auszuspielen. Meiner Meinung nach ein bisschen zögerlich hier Richtung Main rausgespielt, auch Richtung Squeaky. Da hätte man über eine Position vielleicht ein bisschen früher eingreifen können. So verliert man halt ziemlich viel Manndeckung hier Richtung Highway. Aber am Ende ist es gut gegangen. Und auch da Nexter sehr, sehr viel Zeit rausholt, kann sein Team halt hier Richtung Spot agieren. Und dann leicht verzögert hier über Squeaky und Main rausziehen. Hast noch Tapsen am Highway. Der dann auch direkt die Offensive Richtung Auto sucht. Und jetzt heißt es hier Matchpoint für Flipside. Diesmal versucht man es hier ganz klassisch mit einer Cross-Smoke in der Mitte. Und da wartet Blade und er kriegt erstmal keine Einsicht. Waylander da wieder mit dem Offensiven. Erstmal erfolgreich kann hier Tapsen ausschalten. Auch keine Möglichkeit auf den Refract zu gehen. Diesmal soll es auch alleine Richtung A drauf gehen. Da wartet man aber ganz, ganz defensiv bei Flipside. Und jetzt können sie versuchen, einfach 2-2 das Ganze auszuspielen. A etwas aufzulassen. Aber eine Richtung Squeaky abzustellen, das ist Electronic. Ja, und World Edit, der baut sich eher Richtung Mutter auf. Also A soll auf Retake gespielt werden und diesmal kommen sie hier nicht Richtung B durch. Da kann Keith eigentlich nur noch die Bombe, ach, die AWP durchbringen. Ja, 4-2-1 wird er nicht mehr viel machen können, 19 Sekunden. Electronic versucht dann nochmal hinterher zu gehen. Aber im Endeffekt sollte das hier für Keith einfach nur die Sicherung der AWP sein. Schießt da vorbei. Vielleicht im Nachgang nochmal gegen Electronic. Macht nochmal den Shoulder Peak und den Re-Peak. Und dann ist das hier für ihn entschiedene Sache. Nur noch die Waffe durchbringen, Keith. Und du hast deinen Job getan. Geldtechnisch sieht das natürlich jetzt nicht gut aus, aber wir kennen ja Big, die auch mit Pistolen Gold machen können. Und eigentlich die logische Konsequenz hier einfach mit der AWP nachzukaufen. Und sie machen es nicht. Sie sparen halt echt das Geld. Ja, kaufen doch noch ein bisschen Pistole. Überlegen nochmal ganz kurz, was sie machen wollen. Legen sie aber trotzdem ein bisschen Geldpolster auf die Seite. Kaufen aber hier nicht komplett runter. Also man kauft so einen leichten Buy um die AWP rum. Keith halt mit der Utility. Bei Leki hat man noch ein bisschen was. Da verzichtet man dann auch auf die Kevlar. Und Blade da direkt erfolgreich in der Mitte. 9 HP hat direkt noch einen in den T gepfeffert bekommen mit einem Headshot. Aber Big wird es jetzt hier Richtung A-Spot gehen. So, dann müssen wir mit World Edit klarkommen. Molotov haben sie dabei. Werden sie aber in der Situation nicht einsetzen können. Ich versuche lieber Keyboard zu schicken. Schöner Frag da vom World Edit. World Edit hier wieder mit der Situation weiterhin das Ganze aufrecht zu halten. Nex macht aber den Trick. Der ist wichtig, Waylander fällt den Rücken rein und damit steht das Kreuzfeuer. Und sie holen hier die nächste Runde 9-15. Da bekommen sie zu schnell die Information Richtung B. Und die Runde ist hier gegessen für Big. Und jetzt gibt's hier die Pause. So, mal gucken, ob wir irgendwelche Informationen haben, von wem die kommt. Haben wir keine Informationen, wird aber wahrscheinlich auch eine taktische Pause von Big gegebenenfalls sein. Die müssen jetzt nochmal hier in eine Pistol Round gehen. Natürlich reicht's für ein bisschen Equipment. Da reicht's auf jeden Fall. Und noch zwei Runden hier verloren hat. Plus in der letzten Runde ein bisschen gespart hat. Und nur mit der AWP so leicht mitgekauft hat. Ist das hier eine Situation jetzt einfach der Versuch, die Bombe zu legen, wäre hier natürlich Gold wert. Ja, aber Flipside hier mit dem besseren Start auf der CT-Seite und sowas kann natürlich sehr, sehr schnell kippen, dass Flipside sogar theoretisch, auch wenn es fast nicht möglich ist, nachdem Big hier halt die Pistol Round gewonnen hat, plus diese eine Runde,
ist es fast nicht möglich für Flipside hier eigentlich die Map noch zu holen. Sie müssten halt jetzt ein perfektes Spiel hinlegen. Wo ich bei Flipside gerade so ein bisschen, ja, das so ein bisschen skeptisch sehe. Weil Flipside halt sehr, sehr viele kleine Spielfehler macht. Auf der T-Seite, ja, nicht wirklich auch Teamwork bewiesen hat. Aber auf der CT-Seite scheint es ja auf jeden Fall, ja, ein bisschen besser zu laufen. So, mal schauen, was hier das Ziel von Flipside ist. Die Runde hier unter Dach und Fach zu bringen. Und beziehungsweise vielleicht hat Big sogar die Chance, die Bombe zu legen. Bombe wartet Richtung Squeaky da mit Legia. Also sie spielen es halt super defensiv aus. Sie haben einfach nur Electronic da abgestellt mit einer Waffe zusammen mit World Edit da im Gepäck. Und plus Blade hier noch Richtung Highway. Also da wird nicht viel passieren. Bombe versucht man jetzt hier erstmal nicht rauszuschicken. Also Keith versucht da einfach nur so ein bisschen Information zu ziehen. Es soll der Arsch werden. Und das klappt hier so weit, dass World Edit hier zwar noch einen findet, aber er muss komplett Richtung Spawn zurückziehen. Macht nochmal einen zweiten Tapsen, zieht rum. Kann er beide rausnehmen? Nein, klappt nicht. Jetzt liegt's an Keith. Und sie kommen nicht Richtung Spot drauf. Flipside steht da zu defensiv. World Edit hält hier den Highway frei. Da muss sich zwar der Spieler an der Whitebox verabschieden, aber im Endeffekt reicht das hier nicht für Big. Man macht zwar noch ein bisschen Schaden, nimmt zwei Spieler raus, Bombe kann trotzdem nicht gelegt werden, damit muss man jetzt hier auf die AWP wohl oder übel verzichten. Und ja, damit das 10 zu 5. Also Flipside bleibt hier weiter dran und mal schauen. Für Big ist es nur eine Runde, um die erste Map hier mitzunehmen. Da kommt direkt der Molotow und den wollen sie ausnutzen. Sie wollen die Smoke ausnutzen, Markelov trotzdem hier in der Mitte bereit. Sie versuchen jetzt einzige reinzubuschen, irgendwie Markelov da rauszunehmen. Und das klappt hier zumindest so weit, dass man einigermaßen die Mitte gegebenenfalls unter Kontrolle bekommen könnte. Aber Flipside steht bereit und versucht hier gegenzuhalten. Also Big verliert hier das frühe Duell in der Mitte und Blade ist da auch langsam aber sicher on point und es ist nur Legia. Also, das Risiko von Big, schnell das Ganze anzuspielen, indem man hier einen Molotow gegenkontert, eine Smoke draufschmeißt und versucht durch die Smoke zu pushen, beziehungsweise an der Smoke vorbeizulaufen und da irgendwie die Mitte zu überrennen. Das war eigentlich eine sehr, sehr gute Idee von Big. Aber da warten halt drei Spieler vom Flipside in der Mitte und die können dann einfach, ja, das Ganze souverän ausspielen, sich den Vorteil erarbeiten und so ist die Runde eigentlich auch für Big verloren gegangen. Ja, und das ist für Flipside die 11. Runde. Also, es bleibt weiter spannend. Also, Flipside spielt bisher auf der CT-Seite fast gar keine Fehler. Und sie riskieren auch nicht viel. Außer Waylander. Der ist der einzige Spieler und ein, zwei Runden Markelov, die wirklich ein Risiko mal eingehen. Aber ansonsten halt einfach nur ein super souveränes Spiel. Die stehen halt hier komplett auf Retake bereit, versuchen einfach nur auf Long Distance zu bleiben. World Edit kann hier wieder zuschlagen und World Edit nimmt hier gerade auch so ein bisschen Blick hier auf der Side auseinander. Also World Edit macht gerade eine sehr, sehr souveräne AWP, wenn es um Mitte und um A geht. Damit das 12 zu 15 und Flipside. Wie gesagt, ein Team, das man nie unterschätzen darf. Die haben halt meistens immer die Ruhe weg. Ich würde sagen, bis auf Waylander, der manchmal ein bisschen salty werden kann. Und lassen wir uns einfach überraschen. Also für Big ist das hier noch keine entschiedene Partie. Das kann sogar nochmal in die Overtime gehen. Ja. Und Flipside eigentlich ein Team, was sich nie aufgibt. Die spielen halt bis zum Ende hier alles immer durch. Und da ist auch offensiv, da kann Elfroy ziemlich schnell die Information bekommen. Kann hier weiter das Ganze halten, Tapsen. Der will jetzt rumziehen. Electronic sieht ihn da unten durch die kleine Gap. Und das ist für Tapsen das Todesurteil. Jetzt kann man hier nochmal den Arsch mit versuchen, aber da hat man zu viel Pressing verloren, wenn es darum geht, das Ganze Richtung A-Main rauszuspielen. Da ist Electronic einfach mit dem offensiven Push, der Big hier erstmal komplett nicht in die Karten spielt. Und Electronic, ja, macht die erstmal für Flipside ziemlich viel. Ja. Ziemlich leicht. So, jetzt liegt St. Kieb dann nochmal im 3 gegen 1 irgendwas rauszureißen. 13 zu 15. Jetzt würde vielleicht bei Big nochmal die Pause gut tun. Ja, und die wird hier höchstwahrscheinlich jetzt auch kommen. Ja, und die kommt auch.
Also es war ein sehr guter Move, genau richtig von Flipside da entschieden, ein bisschen auch Variabilität reinzubringen, indem man halt jetzt hier Electronic auch mal Richtung Main schickt. Man hat die ganze Zeit defensiv gespielt und damit hat Big absolut gar nicht gerechnet. Keith keinen Fokus drauf gehabt, Tapsen war vorne an der Box und Electronic findet halt direkt den ersten. Keith muss zurückspringen, Tapsen versucht vorzugehen, den Frag zu holen. Das ist eine kleine Gap unten und man hört ihn auch ansteppen, das kommt auch hinzu. Und das ist die Chance für Electronic, hier einfach den Schuss zu setzen. Und dann sieht er ihn halt noch durch die kleine Gap da unten an der Smoke und das ist das Todesurteil für Tapsen. Damit den kompletten Druck aus der Main rausgenommen. Es ist halt nur noch Keith, der kann nicht alleine vorgehen. Er weiß nicht, ob World Edit nochmal in den Repick geht. Und ja, der Highway hier einfach dann einen Ticken zu spät, weil der kann auch nicht so schnell reagieren, wie Electronic das Aufbauspiel gestört hat. Ja, und Flipside einfach mit dem soliden, fehlerfreien CT-Spiel. So schlecht auch die T-Seite war, desto besser ist die CT-Seite. Und Big gerade mit argen Problemen. Sie versuchen aber auch nicht viel. Sie versuchen fast gar nichts bei Flipside. Die machen ein bisschen Druck in der Mitte, versuchen defensiv aufzubauen, keine Offensivpushes zu wagen. Und ich glaube, das fällt Big gerade so ein bisschen schwer, auf dieses defensive Spiel klar zu kommen. Und da ist es World Edit direkt Erfolg. So, jetzt Zigzag Electronic, macht hier keinen. Das ist vielleicht die Eröffnung und vielleicht die Runde für Big, um das Ganze hier zu beenden. Man entscheidet sich jetzt auf ein offensives Spiel oder ein kompaktes Spiel vorzugehen, um da irgendwie den Panzer zu knacken. Bei Flipside. Aber sie stehen bereit mit World Edit hier mit der AWP Richtung K. So. Man zieht sich sogar nochmal zurück, will sogar nochmal hier Taps in die Mitte bringen. Das könnte jetzt der entscheidende Move sein, dass man hier direkt im Kreuzfeuer Flipside komplett davon abhalten kann, hier Richtung Spot drauf zu kommen. Makloff das auf dem Schirm. Atapsen nimmt ihn da raus. Nur noch 4 AP auf dem Schirm, auf dem Konto. Und Waylander macht den Frack. 3 gegen 2 Situation. Zeit läuft natürlich gegen sie. Sie haben noch eine Flashbang. Gob B findet den ersten. Keith macht den zweiten. GG Worldblade. Big schafft es hier, die Runde zu holen und damit endlich hier das Match zu beenden. Trotz fehlerfreier Seite hier, oder trotz fehlerfreier CT-Seite, die wir hier von Flipside gesehen haben, reicht es am Ende nicht, diesen kompakten Offensivpush bei Big aufzuhalten und damit kann man das Spiel beenden. Und ja, damit kann sich auch Big die erste Map holen. Ja, war auf T-Seite von Flipside absolut gar nichts. Da gibt's nichts zu diskutieren. Das war einfach kein gutes Spiel. Sehr, sehr einzeln vorgegangen. Big konnte einfach auch durch ein offensives, ja, und positionsbasiertes oder sagen wir durch ein gutes Positioning halt einfach auch die Runden einfach gewinnen, ja. Das heißt, Keith hat immer seinen First Pick bekommen in den meisten Fällen. Wir haben einen guten Support in der Mitte gehabt, was Lekia ja super gut gespielt hat. A-Spot auch nicht wirklich Probleme gehabt. Gob B ist da auch wieder so ein bisschen herausgestochen auf Cash. Also hat mir sehr gut gefallen. Auf Seiten von Flipside hat man eigentlich eine fast fehlerfreie CT-Seite gespielt, aber auch kein wirkliches Risiko gewagt. Man ist halt einfach mit einem Standardaufbau mit zwei Richtung Mitte versucht, den Spot abzublocken auf A, auch mit einem sehr, sehr defensiven Setup. Und der Einzige, der wirklich auf Information gegangen ist, das war ein Waylander. Und da hat Big so ein bisschen Probleme bekommen mit diesem Default, sehr, sehr defensiven Aufbau. Und am Ende ist es halt einfach die Runde gewesen, kompakt Richtung Spot zu gehen und einfach den Gegner zu überrennen. Das hat funktioniert und somit auch Big hier die letzte Runde beschert, um, ja, die erste Map zu gewinnen. Damit geht es gleich weiter auf Overpass und da bin ich mal gespannt, was uns Flipside da zeigt. Da kommt vielleicht auch wieder so ein bisschen die TreeMac Leipzig zurück, wo man auch gegen Big gespielt hat. Mal schauen. Lassen wir uns überraschen. Nach einer kurzen Pause geht's weiter und dann sehen wir uns wieder bei Flipside gegen Big. Bis gleich. Du willst bei CSGO immer auf dem Laufenden sein? Dann ab auf 99damage.de. Hier findest du aktuelle News zu allen relevanten Themen. Videos von Menschen, die deine Leidenschaft teilen. Felix, du geile Nudel! Jawohl!
Eine Übersicht zu aktuellen Matches, in denen du ganz leicht deine Wette abgeben kannst. Unsere Coverage zu verschiedensten Events mit ihren kompletten Informationen. Werde zum Experten in E-Sports mit unseren Statistiken oder den Livestreams von unseren Castern. Oder schärfe deinen Skill mit unseren Guides zu Maps, Rush Timings, Waffen, Money System Awards, Skillgruppen oder den Videoguides. Und natürlich kannst du Host Niki Beaky-like durch die Foren scouten. 99 Damage. Kann der mal ruhig sein?
Du willst in deinem Leben auch so coole Kinobalken haben? Facebook, kannst du uns deine Fratze zeigen? Kannst mit uns auf Twitter twitchern oder auf YouTube VODs gucken? Kannst vielleicht auch mal auf Steam gehen und dich da austoben mit der ganzen Steam-Community oder auf YouTube Plus, wo der geilste Content kommt, oder in unserem Merch.
Shop einfach Kissen, Tassen, Taschen, Hoodies, Shirts und geile Tanktops kaufen. Oh. Der hält ja immer noch nicht den Rand. So, meine lieben Jungs und Mädels, damit herzlich willkommen zurück hier live auf 19 Damage mit dem ESL One Cologne 2017 EU Claws Qualifier. Es geht für Big darum, die perfekte Woche hier klar zu machen und natürlich auch darum, nach Kölle zu fahren. Ja, ganz, ganz wichtiges Turnier eigentlich auch für Big. Wie geil wäre das, wenn Big hier vor heimischem Publikum in der Arena in Köln spielen können. Das wäre sensationell. Und sie haben einen guten Weg jetzt geschafft, indem sie Map Nummer 1 geholt haben gegen Flipside. Da gehen wir ganz kurz nochmal auf die Matchpage. Und da konnte Big sich dann mit 16-13 nochmal am Ende ja eher etwas knapper durchsetzen. Eigentlich eine sehr, sehr souveräne CT-Seite gespielt. Auf der T-Seite hat man eigentlich gegen ein fehlerfreies Flipside aufspielen müssen. Und in dem Fall konnte man das dann ganz, ganz knapp am Ende nochmal über die Bühne bringen. Ja, soviel dazu. Die Teams sind soweit bereit. Sollte dann auch gleich losgehen, beziehungsweise einer fehlt noch bei Flipside. Und gehen wir einfach auf die letzten Statistiken ein, die zwischen Big und Flipside angefallen sind. Und zwar war das auf Overpass ein 16-14. Das war in der ESEA Mountain Dew League. Und das letzte Mal, wo wir dann noch auf Overpass aufeinander getroffen, das war das erste große Duell, und zwar ein 11-16 zwischen Big und Flipside, wo dann Big am Ende verloren hat. Aber lassen wir uns überraschen. Dafür sind viele, viele Counter-Strike-Stunden ins Land gegangen. Ja, und mal schauen, ob es heute dann für Big natürlich auch reicht. Jetzt bin ich mal gespannt. Flipside ist natürlich immer so ein bisschen Wundertüte. Und einfach mal im direkten Vergleich beide Teams zu sehen, heißt es hier 25% im direkten Vergleich für Big, 75% im direkten Vergleich für Flipside. Und hier habt ihr auch nochmal die Einsicht in die letzten Matches. Da konnte Flipside 2-0 gewinnen. Das war sozusagen der erste Auftritt von Big auf einem größeren Turnier. Auch allgemein der erste Auftritt. Ja, in der ESEA Mountain Dew League konnte man mit 16-14 gewinnen. Und wie gesagt, beim Close Qualifier für die IM Katowice musste man sich geschlagen geben am Ende. Ja, von daher lassen wir uns einfach mal überraschen, was Flipside uns hier auf Overpass präsentieren wird. Eigentlich keine schlechte Map von ihm, passt auch ziemlich gut in ihr Spielprinzip rein. Wiederum Big in den letzten Wochen eigentlich, ja, muss man sagen, solide Leistung auf Overpass gezeigt. So auch zu einer ihrer Lieblinge geworden. Eigentlich sehr, sehr oft Overpass gespielt, eigentlich auch sehr erfolgreich Overpass gespielt. Trotzdem, wie gesagt, man kann Flipside nach einem Monat natürlich nicht einschätzen, was da Sache ist. Oder beziehungsweise, ob sie wirklich sich nicht vorbereitet haben oder ob sie einfach das als Fokuszeit genommen haben, weil es ist auch der Pick von Flipside. Also Big konnte dann ihren Pick auf Cash gewinnen. Flipside ist der Pick, oder Flipside hat hier sich für Overpass entschieden. Ja, und von daher lassen wir uns einfach mal überraschen. Hat schon gegen Big das letzte Mal geklappt. Vielleicht klappt es heute auch wieder, um vielleicht sogar hier nicht komplett rauszufliegen. Aber Big, wie gesagt, in den letzten Wochen eigentlich immer sehr gute Leistung auf Overpass gezeigt. Gut, wir warten noch, bis es losgeht. Wir können aber gerne schon mal auf den Server schalten, weil da sollte es eigentlich auch gleich losgehen. So, und was mir noch aufgefallen ist, bevor wir das jetzt machen, werde ich ganz kurz einmal das Ganze mit Record und Stop-Demo fixen, weil ich glaube, bei Electronic war irgendwie die Animation weg. Deshalb gehen wir jetzt auf den Server. So, bevor wir da irgendwas verraten, geht natürlich keinem was an, was da an der Konsole steht. Und ja, von daher warten wir jetzt auf den Start. Die Teams sind soweit ready. Der Kaffee ist auch schon da, der will auf der anderen Seite mitspielen. So, und dann freuen wir uns auf eine spannende Partie. Mal schauen, was uns Flipside hier auf ihrem Map-Pick präsentieren wird. Mal schauen, ob sich die Vorbereitung gelohnt hat, wenn man sich vorbereitet hat. Ich gehe mal schon stark davon aus. Ja, aber Big ist natürlich
spielpraxistechnisch in den letzten Wochen ziemlich gut unterwegs und die wollen sich natürlich auch so viel, für viel wie möglich qualifizieren. Mal schauen, ob es ihnen hier auch heute gelingt gegen Flipside. So, jetzt wird erstmal die Runde, jetzt wird erstmal hier ausgekniffelt. Wer darf auf welcher Seite starten? Overpass ist immer noch so eine Map, wo ich sagen würde, wo eigentlich die Seitenwahl sehr, sehr entscheidend sein kann. Ja, und die darf sich erstmal Big hier aussuchen. Von daher, Seitenwahl für sie. Ich bin mal gespannt, wo sie anfangen. Höchstwahrscheinlich auf der CT-Seite. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus, weil es einfach auch immer noch eine leicht CT-lastige Map ist. Ja, und das werden sie auch tun. Damit Big hier erstmal im Seitenvorteil. Gut, alles klar. Auf geht's, ab geht's. Mal schauen, ob Big hier auch Map No. 2 gewinnen kann. Den Pick von Flipside. Wie gesagt, wird sehr, sehr schwer. Das letzte Aufeinandertreffen ging ganz, ganz knapp für Big aus. Und damit auf geht's, ab geht's. Mal schauen, ob Flipside hier die Pause gut genutzt hat, um auf ihrem Map-Pick zu glänzen. Oder ob Big einfach mit in letzter Zeit sehr, sehr viel offizieller Spielpraxis da vielleicht im Vorteil ist. So, auf jeden Fall Keith da direkt in der Offensive. Ist auch allein jetzt auf sich gestellt, muss jetzt Richtung Lang aufpassen. Der Break ist wichtig, den muss er machen. Waylander kann den aber für sich entscheiden. Und das ist vielleicht für Waylander auch ein sehr, sehr wichtiger Frag, weil er hat halt keinen guten Start auf der T-Seite gehabt auf Cash. Und da könnte jetzt auch vielleicht so ein bisschen der Knoten platzen. Next sagt aber direkt hier nein und es soll Richtung A-Spot drauf gehen. Next hält hier weiter in den A-Spot. Sauber, B kommt da nochmal in die Ecke und der muss einfach nur abwarten. Der muss abwarten, Flash kommt gut reingefloggen. Blade weiterhin da erfolgreich Richtung Lang, aber Next hält hier erstmal Alleingang alles sauber. Legia zieht hier schnell gut hoch mit Tapsen und die Runde ist gegessen. Also Flipside da ein Ticken zu langsam. Next holt da zu viel Zeit raus und Big holt sich dadurch auch die erste Runde. Kann Tapsen von hinten dicht machen. Ja, und da laufen sie gegen Nex. Die Wand. Die Wand auf dem A-Spot. Und damit auch das 1:0. So, mal schauen, ob Flipside hier mit dem Forceball erfolgreich ist. Blade spart hier direkt, das gleiche gilt für World Edit. Ja, und bisher sehen wir erstmal ein verzögertes Aufbauspiel hier Richtung B. Fängt hier nur so ein bisschen an. Es soll wieder über die Mitte gehen. Mal schauen. Big steht komplett defensiv. Gob B. Der Main-UMP-Spieler hier auf Seiten von Big. Hier wieder auf Informationssuche. Kief dann mit dem Gepäck. Na, sie bleiben sehr, sehr kompakt stehen und nicht wirklich auf Risiko bedacht, da viel, viel Raum einzunehmen. Jetzt verzögert man gegebenenfalls, wenn man hier die Information bekommt, das Ganze Richtung Lang oder Richtung Toilette. Ja, und Flipside, die versuchen sich wieder aufzubauen. So, eigentlich logische Granate da von Gob. Man versucht jetzt nochmal hier ein bisschen weiter vorzugehen. Natürlich auch ein bisschen Information zu bekommen, dass man hier gegebenenfalls schnell bei Big auch dicht machen kann. Und das Tapsen schon hochgeschoben. So, Keith wartet dann noch vor der Smoke. Ja, und Flipside, den läuft wieder die Zeit davon. Mal schauen, was sie da machen können. So, Keith direkt an der Ecke. Ich weiß nicht, ob Waylander ihn da auf dem Schirm hat. Ja, und Keith sitzt da am längeren Hebel. Zieht rum und macht den Frag. So, und jetzt weiß man auch, wo langsam und sicher, wo es hingeht. Da machen sie jetzt auch gemeinsam zu bei Big. Also ist Tapsen mit der M4 im absoluten Vorteil. Wechselt hier auf die Waffe. Hat dann Next mit dem Gepäck. Ja, und der Spot ist dicht. Da werden sie nicht draufkommen. Electronic kann da auch nicht mehr viel mit der Scout anrichten und das ist das 2:0 für Big. Fast die Flawless Round. Keith musste sich da verabschieden. Aber ansonsten gibt es hier für Big keine Probleme, die Runde aufs Konto zu schreiben. So, damit geht's jetzt wieder für Flipside hier in die Pistol Round. Ja, die haben nur Glock. Die haben nur Glock. Bis auf zweimal eine P250. Aber das war's auch schon. Electronic geht da ziemlich alleine vorwärts. Man versucht es jetzt wieder mit der Mittekontrolle. Gob B mit der UMP. Hier zusammen mit Keith. Im offensiven Informationsspiel. So hat er doch den Vorteil.
frisst jetzt trotzdem die Schelle und Keith, der geht jetzt einfach nur auf Shoulder Peak. Versucht da noch ein bisschen Schaden zu machen. Nate könnte gut reinfliegen. Nate fliegt auch gut rein und macht hier bei zwei Spielern doch ziemlich gut Schaden. Waylander da noch an die UMP rangekommen, aber am Ende ist es halt einfach nur eine Runde. Ein bisschen Zeit rauszuholen, vielleicht taktisch noch was zu besprechen. Was man machen möchte. Aber ansonsten rennt man hier einfach rein und das Ding ist gegessen. So, damit das 3:0. Es geht die erste Waffenrunde hier für die Jungs von Flipside. Ja, wird direkt mal der Versuch gestartet, die AWP in die Mitte zu schicken. Der Molotov kommt nicht so gut reingeflogen, dass wir Tabs jetzt auch auf dem Schirm haben und zieht sich da auch direkt zurück. Also, die Information können sie jetzt erstmal abhaken. Das Risiko davor zu gehen, ja, zu hoch. Tabsen direkt Richtung Spot zurückgezogen. Wird hier lang jetzt supporten. Gob B nur auf Close Distance. Hat jetzt hier nochmal die Waffe gewechselt. Ja, bleibt jetzt bei der MP9. Das ist sehr, sehr gut. Man fokussiert sich auf lang. Gob B bekommt die Information Richtung Toilette. Tapsen nur auf Informationssuche. Ja, ansonsten halten ein sehr, sehr defensives Setup, wenn es darum geht, hier den B-Spot zu halten. Keith einfach nur am Pillar auf ein bisschen Information. Auch unten Richtung Monster. Aber da wird ihn jetzt nicht viel erwarten. Ah, da sieht der Electronic und der kann Keith jetzt erstmal da unten festhalten. Ja, Flipside macht genau das Spiel, was ich auf Overpass von ihnen erwarte. Und zwar erstmal auf viel, viel Mitte- und Parkkontrolle. Markelov eher so der Spieler, der immer unten Richtung Connector rumfleucht. Versucht da den Raum einzunehmen. Aber sie machen halt ein sehr, sehr kontrolliertes, langsames Aufbauspiel. Was man halt von Flipside gewohnt, das ist einfach ihr Stil. Ja. Mal schauen, ob das hier gegen Big reichen wird. Und es soll jetzt nicht um B drauf gehen. Da wollen sie durch die Smoke kommen. Vielleicht kommt ein bisschen zu weit. Trotzdem reicht da unten Licker Position zu bringen. Der steht immer noch Richtung Monster. Und jetzt ist es World Edit. Hier im 2 gegen 2. Mit seinem Mid Blade. Und es geht Richtung A-Spot drauf. Richtung B-Spot drauf. So, da reicht die Zeit nicht. Und das Ding ist gegessen. World Edit nimmt da zwar noch einen mit. Aber Keith muss einfach nur im Wasser warten. Und die Runde ist vorbei. Also wieder viel, viel Zeit ins Land gegangen hier bei Flipside. Meiner Meinung nach da auch ein bisschen zu viel Zeit wieder gelassen. Aber da sind wir von Flipside gewohnt, dass man sich die Zeit nimmt, um hier kontrolliert aufzubauen. Manchmal zieht man halt einfach den Nachteil. Das hat man hier wieder gemerkt, dass einfach zeittechnisch das Ganze nicht reicht, um die Runde auszuspielen. Aber dafür reicht es aber wieder für den Buy. Zumindest so weit, dass man UMP und eine Tech-9 hat und ein bisschen Utility. Und Blade erstmal mit der Arcade an die Mitte schickt. So, Keith diesmal Richtung A-Spot unterwegs. Man zieht sich jetzt hier Midgame zurück. Also da geht man auch kein Risiko mehr ein. Nachdem sie Gob Beda auch komplett zurückgezogen hat, ist es halt für Keith auch sehr, sehr riskant, da oben Richtung Blumenkübel zu stehen. Halt das Risiko viel zu hoch, da über Toilette überpusht zu werden. So, und es geht jetzt wohl erstmal hier Richtung B drauf. So, die Smoke war gut, weil die Smoke rettet hier nochmal das Leben für Legia. Der kommt aber nicht mehr raus. Blade, der pusht einfach durch. Tapsen hat das auf dem Schirm. Und die Runde wird sehr, sehr schwer für Flipside auszuspielen. Da wartet man jetzt hinter der Smoke, kann sich nochmal im Kreuzfeuer positionieren. Tapsen, der springt da einfach rüber. Nex macht die Bombe platt. Und Waylander kommt hier nicht schnell genug durch, da über das Nest in den Rücken reinzufallen. Trotzdem vielleicht nochmal die Situation, dass wenn er da nicht entdeckt wird. Aber Nex passt da gut auf. Ich glaube, er hat früh genug von Keith gecallt. Damit auch das 5:0. Also Big schafft hier wieder einen soliden Start auf der CT-Seite. Flipside, ja, wieder, ja, mit kleinen Problemen hier auf der T-Seite ins Spiel reinzukommen. Wie auch schon auf Cash.
Das könnte wieder ein guter Vorteil sein, den Big schnell nach vorne katapultiert, um sich natürlich viel, viel Raum zu arbeiten. Weil auf CT-Seite, denke ich mal, wird es wieder nicht so leicht. Das heißt, sie sollten ja so viele Runden wie möglich auf der CT-Seite mitnehmen. Ja, und dann sich halt das Ganze ein bisschen auf T-Seite leichter machen. Weil ich denke, da wird Flipside wieder ein sehr solides Spiel abliefern. Ja, und Big riskiert auch nicht viel. Die riskieren absolut gar nichts, nur ein bisschen auf Informationssuche am Anfang. Aber ansonsten sehr, sehr defensiv. Legt ja da immer mit seiner Position Richtung Monster. Versucht da einfach nur unten so viel Druck wie möglich Richtung Röhre zu geben. Mal schauen, ob das hier klappt. Sie haben natürlich nicht viel Equipment. Sie haben keine Nades mehr. Drei Pistolen. Electronic dann noch mit der Kevlar, aber ansonsten nichts. Absolut gar nichts. Mit dem wollen sie jetzt Richtung B draufkommen. Da wartet Leek ja auf die Möglichkeit, hier einfach alles niederzusprayen. Next steht auch schon Richtung Kurzbreite. Also eigentlich keine Chance mehr da, für Flipside durchzukommen. Beziehungsweise Next kann auch direkt das Kreuzfeuer damit im Aufbauen. Leek ja aber hier mit der MP erfolgreich. Und da laufen sie rein. Leek ja holt sein 3K und damit auch das 4K im Vollen. Und sie schaffen es hier nicht, die Runde zu holen. Gegebenenfalls auch mal die Bombe zu legen. Dafür reicht's nicht. Also 6:0. Und für Big ist das doch ein sehr souveräner Start. Jetzt kommt es drauf an, ob Flipside hier mit der nächsten Waffenrunde vielleicht erfolgreich ist. Vielleicht sogar Tapsen da direkt findet. Aber der kommt ziemlich weit durch. Ja, gute Flash, aber trotzdem. Er findet halt die Lücke, die er vielleicht jetzt hier ausnutzen kann. Blade da liegt da ein bisschen überrascht. Ist natürlich jetzt eingecancelt. Tapsen macht trotzdem den Frag, kriegt das Backup von Gop B. Und das Ding ist in der Mitte abgefangen. Keith bekommt da auch noch rein. Ja, also hält hier komplett unten auch den Connector frei. Und da ist noch Electronic mit World Edit. Ja, und die können gar nichts machen. Die stehen halt vor B. Das Ding ist in der Mitte verloren gewesen. Und die Runde geht an Big. Und da sind sie genau offensiv vorgegangen, als Flipside die Waffen hat. Und damit hat Flipside gar nicht gerechnet, dass Tapsen da schon durch ist. Weil der hat komplettes Chaos ausgebrochen. Bei Flipside, nachdem Tapsen da Richtung Playground bekannt war. Und dann ist es halt noch Gruppe B mit dem wunderbaren Backup da über die Mitte. Und dann sitzt halt auch bei Flipside kein einziger Schuss. Und die Runde ist futsch. So, damit können sie aber trotzdem kaufen. Loser Bonus regiert natürlich hier die Welt. So, mal gucken. Also, ich habe es ja erwähnt. Big braucht halt so viele CT-Runden wie möglich. Und bisher sieht es sehr, sehr gut aus. Aber wie gesagt, das Spiel ist noch nicht durch. Das Spiel kann schnell eine andere Richtung gehen, obwohl das Geldpolster bei Big unglaublich gut ist. Und das ist der Vorteil oder den Trumpf, den sie ausspielen können. Dieses Geldpolster, was sie hier Runde für Runde weiterhin aufbauen. Jeder über 7000 bis auf Gop B. Aber das ist nicht so schlimm. Dafür ist Keith hier gut ausgestattet. Und Keith macht hier direkt weiter Richtung Kurz. So, da braucht Tapsen gar nicht einzugreifen. Die werden jetzt auch wieder hoch verschieben, dass Gop hier ein bisschen Backup hat, auch von Tapsen. Ja, und doch bisher sehr souveräne Partie. Legt ja der Türsteher vom Monster. Kann ja auch nicht viel anrichten. Wird man auch nicht schnell in die Knie zwingen können. Und Gop findet auch direkt den Spieler, der über B da kommen soll, über A kommen sollte. Ja, und es ist einfach ein solides Spiel, was uns Big hier präsentiert. Keine Chance durchzukommen, auch wieder sehr einzeln. Jetzt ist es Markeloch vielleicht hier noch mit individueller Leistung, aber der kann das Ding hier auch nicht beenden. Bringt drei Spieler durch, das ist mehr als solide gegen eine Waffenrunde und Flipside. Ja, was wollen die machen? Wieder die Bombe nicht gelegt, erstmal auf Tech 9 gehen. Forcen, whatever. Und für Big doch bisher ein sehr solider Start. Und was halt wichtig ist, was Flipside hier natürlich das Knick brechen wird, ist das Geld, was bei Keith und Co. verfügbar ist. Weil es wird mega, mega schwer für sie, irgendwie Big mal in die Eco zu zwingen oder in den Geldstrudel. Und Nex wechselt sich da gut mit Legia ab. Und sie brauchen es gar nicht versuchen, Richtung B durchzukommen. Das haben sie jetzt auch erkannt, versuchen jetzt hier über Park. Bombe da noch Kilometer weit entfernt. Und sie versuchen es halt wieder sehr, sehr kompakt. Und das war eigentlich auch das Erfolgsrezept, was man eigentlich gegen
gegen Big eigentlich immer ziemlich gut auspacken kann, ist halt dieses kompakte Spiel. So, wollte da jetzt mit der AWP, was kann er da machen? Man muss natürlich versuchen, Zeit rauszuholen. Big da schon komplett hochgeschoben. Ja, den wird man jetzt einfach versuchen zu überbrücken von rechts und links. Da kommt sein Mate zwar noch schon nachgezogen, aber die Runde ist vorbei. Tapsen hält da auch den Rücken frei. Von Legia und Gop B. Nichts zu holen. Und was willst du sagen? Big mit einem 9-0 einfach super solide. Und wie gesagt, es ist halt auch ein Spiel, das ist halt auch jetzt über das Geld bestimmend für Big. Und Flipside gibt ja halt Runde für Runde ab und es soll wieder kompakt vorgehen. Diesmal Richtung B. Und sie versuchen es halt direkt zu überpushen. Spieler auf dem Wasser mit rausholt. Der Trade kommt, da ist eine kleine Gap. Und das Duell können sie für sich entscheiden. Einfach mit der Brechstange auf B drauf. Das Blade nochmal erfolgreich und er holt den Vorteil. Also schnell Wasser pushen, die Gap ausnutzen und jetzt liegt es an Gop B und Kief. Und Gop B, der pusht durch, macht den ersten, sieht den Spieler unten im Wasser nicht, kann ihn aber callen. Und den einen Spieler Richtung kurz. So, der Molotov kommt gut reingeflogen, reicht aber nicht, um Electronic hier hinter der Deckung rauszuholen. Und Kief wird jetzt hier versuchen, nochmal wohl in die Offensive zu gehen. Er wird unbedingt den Frag haben. 22 HP und das reicht nicht. Blade nimmt auch hier direkt die AWP mit. Und auch mit der Brechstange. Funktioniert es jetzt hier mal bei Flipside, zumindest zum 9-1. Dafür ist der Loser-Bonus futsch. Und sie müssen halt sehr, sehr viel nachkaufen. Big wird das jetzt erstmal nicht interessieren. Die haben mehr als genug Geld und die haben auch noch für eine Runde Geld, um hier zu kaufen. So, da kommt die Smoke von Tapsen. Die fliegt direkt runter, um das Monster abzublocken. So, und Big wird erstmal nicht groß etwas in dem Aufbauspiel ändern, außer dass Kief da jetzt sehr, sehr alleine steht. So, da kommt eine Flash, dass man da Kief nochmal rausschicken kann. Eigentlich braucht er noch eine Flash, einen Molotov, irgendwas, um da nochmal rauszukommen. Ansonsten ist er jetzt halt in der Ecke, dass er da auf den Frack gehen muss. Und man versucht ihn zu supporten. Doch B zieht vor. Zweite Flash hinterher. Versucht natürlich auch die Langkontrolle da wieder bei Flipside auf dem Stand zu halten, dass man da Kief irgendwie rausnehmen kann. Kief überlebt ja aber trotzdem. Und sie bekommen ihn einfach nicht klein. Das ist super guter Support da von seinen beiden Mates. Das heißt, einmal von Tapsen plus einmal von Gop B, der da auch mit in die Offensive geht. Jetzt muss Kief hier das Duell Richtung Toilette gewinnen und das sieht gut aus. Er hat ihn angeschossen und sie bekommen ihn einfach nicht blatt da. Worldedit wartet mit der AWP, da kann natürlich nicht einfach vorgehen und dann zieht Gop B da rum. Macht den Frag zusammen mit Kief und das war super gut Richtung lang gehalten. Und wiederum einfach zu unkonsequent hier von Flipside ausgespielt. Die einfach es nicht gebacken bekommen, da Big einfach Richtung Toilette, ja, auszuhebeln. Dann ist es aber ein gutes Backup von Gop B, der halt, ja, versucht, da Kief am Leben zu halten mit ein bisschen Support-Equipment. Das gleiche gilt für Tapsen, der da auch noch den Support leistet, nachdem Gop da nicht mehr wirklich viel Utility übrig hat. Und das war zu leicht für Flipside, zu leicht für Big in der Situation. Und damit ist das das 10-1. Ja, was willst du da sagen? Kann eine schnelle Map werden. Ja, das ist einfach unkonsequent von Flipside gespielt. Kief hätte da tausendmal fallen müssen. Und sie schaffen es, sie nicht Platz zu bekommen. Auf der einen Seite, wie gesagt, war es halt auch extrem gut, das Support-Equipment da für Kief eingesetzt. Und dann traut Flipside einfach nicht vorzugehen, weil sie halt noch Schiss haben, dass einer Richtung lang steht und sie da komplett von der Seite auseinander nimmt. So, Waylander rennt da einfach mal rein. So, da kann ich die Information geben. Toilette ist aber hier dicht. Boah, da war es eine gute Nate. Und die macht direkt den Schaden. Und da steht man halt wieder mit drei Leuten bereit. Und Flipside muss versuchen, hier irgendwie drauf zu kommen. Also sehr, sehr unkoordiniertes Spiel bei Flipside auf der T-Seite. Und wir auf Cash, meiner Meinung nach, einfach absolut im Nachteil. So, Kief macht auch mit der AWP das, was er machen soll. Und zwar alles freihalten, dass Gop B sich da Richtung Mitte konzentrieren kann. Das ist das 11-1. Also damit habe ich persönlich nicht gerechnet, dass Big halt auf CT-Seite so dominant spielt. Mir fehlt halt einfach bei Flipside gerade das komplette System hinten dran, was man machen möchte. Zu unkoordiniert, zu weit
gesplittet auseinander, man gewinnt die Duelle nicht, man geht nicht zusammen auf den Refract, das sind alles entscheidende Punkte, die halt hier Big das Spiel so leicht machen auf der CT-Seite. Tapsen wieder dadurch, damit rechnen sie diesmal. Also, zumindest da die Eröffnung bekommen jetzt mal bei Flipside. Und ich glaube, das ist die zweite Runde, wo sie jetzt wirklich mal im Vorteil sind. So, Mitte wird hier eingenommen. Jetzt können sie endlich mal ihr Spiel hier durchführen. Dass sie halt versuchen, den Connector einzunehmen. Auf Mitte-Kontrolle gehen. Waylander bekommt jetzt auch hier direkt den zweiten Richtung kurz. Da ist die Tür auf, das für Gob B. Das Todesurteil. Und liegt halt entweder an Lekia da unten Richtung B. Oder an Kief mit Nex. Hier im Kreuzfeuer. Aber man merkt halt, Flipside hat halt absoluten Respekt und die lassen sich die Zeit, hier in Ruhe den Spot anzuspielen. So, jetzt liegt es an Kief. Was kann er hier machen, um Zeit rauszuholen, dass Lekia erstens rüberschieben kann und zweitens, dass Nex halt irgendwie mit einem Überraschungsmoment hier zuschlagen kann. Macht nur den Anschuss. Geht nochmal nach. Nex muss ihm hier den Flanke freihalten. Kief nimmt die Bombe raus, macht den zweiten. Kief zusammen mit Nex. Kief den dritten. Er macht den vierten. Jetzt hält er hier mal lang. Er geht Spot zusammen und er holt sich das Ace. Kief holt sich das Ace. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Und sie bekommen Kief hier nicht platt. Was ist denn da los? Flipside. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Kief hier. Auf dem Spot. Nex kann da zwar nicht viel machen, aber Kief ein paar Schüsse verschossen. Aber im Endeffekt holt er hier die Runde. Für Big. Ja, stark gespielt von ihm. Und damit eigentlich, ja, kann man schon fast sagen, so ein kleiner Momentumbruch für Flipside. Jetzt haben sie halt gar kein Selbstvertrauen mehr. Jetzt versuchen sie es halt weiterhin mit der Brettstange. So, Kief versucht da zu treffen, hat das Backup von Gob B. Und jetzt läuft halt gerade alles bei Big. So, jetzt noch Waylander Richtung Lang, bekommt ja auch direkt den Headshot. Und das Ding, meiner Meinung nach, für Flipside hier auf Overpass, nach der letzten Runde einfach nur gelaufen. Ja. Das Ding ist gelaufen nach der letzten Runde. Nachdem Kief das Ace gemacht hat, ist es für Flipside eigentlich das Todesurteil. Und das ist die letzte Runde, wo sie vielleicht nochmal hier ein 13:2 holen können. Aber das ist einfach zu wenig auf T-Seite von Flipside. Man rennt alleine rein. Man spielt es nicht konsequent aus. Es ist kein gutes Spiel von Flipside auf der T-Seite. Und man macht es Big einfach hier viel zu leicht. Meiner Meinung nach spielt Big einfach ihr Standard runter, den sie haben auf Overpass. Und der reicht hier für Flipside alle Male. Also da brennt ja gar nichts an. Und Flipside einfach mit einem schockierenden T-Spiel auch schon auf Cash. Weiß nicht, was ich sagen soll. Gefällt mir nicht, gefällt wahrscheinlich ihnen auch nicht. Und wie gesagt, für Big einfach viel, viel zu leicht, das hier auszuspielen. So, jetzt kommt die Smoke. Die soll natürlich ein bisschen den Weg eröffnen für Flipside, dass man hier vorkontakten kann. So, und da ist es Gob B, der da Kief das Backup gibt. Und da kommen sie halt auch nicht durch. Sie gehen halt zu langsam vorwärts. Das wäre halt die Chance gewesen, zusammen rumzuziehen. Jetzt versucht man es über die Toilette. Da steht Tapsen direkt bereit. Gob B muss jetzt fallen. Also sind wir noch Kief Richtung lang. Mal schauen, was Kief machen kann. Er macht den Double. Aber Kief klappt ja auch gerade alles hier. Da laufen sie halt rein. Wie viel Pech kann ein Mensch haben, dass sie da direkt in einer Reihe stehen und Kief wartet an der Ecke. Und das ist das 1:14. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Eieieiei. Und Kief wird einfach nicht hier bestraft. Weißt du, das ist halt ein Spiel von Kief, das ist mega offensiv, aber sie schaffen es einfach, hier Kief nicht rauszunehmen. Ja? Der hat in vielen Situationen eigentlich 4-5 Mal fallen müssen. Und Flipside schafft es nicht, Kief rauszunehmen. Und der kriegt halt immer seine Chance, nochmal nachzugehen auf den Repake. Ja?
wieder die Situation zu suchen, wieder vorwärts zu gehen, wieder den Shot zu setzen, wieder den Kill zu setzen, alles, ja, der hat halt freie Hand, der kann machen, was er will und nimmt Flipside hier auseinander, ja. Und dann noch Gob mit einem wunderbaren Backup und das Ding ist gelaufen, 1:14, jetzt heißt es für Flipside irgendwie nochmal hier die Runde zu holen, aber ich sehe für sie wirklich nach der katastrophalen T-Seite keine Chance mehr, irgendwas hier noch zu holen. So, jetzt geht's hier zum Spot drauf. Marke läuft da mit dem Backup. Aber man will hier versuchen, einfach mit Gegengewalt drauf zu kommen. Ja, und da steht dann Flipside solide. Also, auf der CT-Seite können sie doch noch ihr Spiel zeigen, was man von ihnen eigentlich gewohnt ist. Und zwar eigentlich ein sehr, sehr solides CT-Spiel. Und das können sie in der Pistole beweisen. Aber am Ende ist es einfach zu wenig, was man geholt hat auf T-Seite. Es wird rundentechnisch nicht reichen. Big wird das Spiel auf jeden Fall früher oder später beenden. Egal, ob sie jetzt die Pistole verlieren, nochmal eine Waffenrunde. Im Endeffekt ist es einfach für Flipside. Eine Runde auf der T-Seite ist zu wenig, um das Comeback zu starten auf Overpass. Dann müssen sie halt jetzt das fehlerfreiste Spiel hinlegen, was geht. Und ich denke, das wird Flipside hier wieder nicht gelingen. So, auf jeden Fall Mitte-Kontrolle kann man hier erstmal holen. Und wenn wir einfach mal auf das Geld gucken bei Big, da wird man noch ordentlich reinsparen schon mal. Kommt eine UMP. So, und Blade jetzt erstmal hier alleine. World hatte da schon zum Backup mit der UMP Richtung Lang aufgebaut. Markelov schiebt auch hoch. Damit lässt man Waylander alleine Richtung B arbeiten. Und jetzt heißt es hier, vorwärts zu gehen. So, Markelov sucht die Offensive. Und sie können Richtung Lang das Ganze dicht halten mit World Edit. So, jetzt kommt das Ganze bei Big so ein bisschen zum Stocken. Das reicht trotzdem, den Spot hier aufzumachen. Bombe muss aber gepickt werden. Markelov geht im ungünstigsten Zeitpunkt in den Reload. Aber Keith ist nicht Richtung Lang durch. Und sie haben halt kein Equipment da, irgendwie Keith rüber zu schicken. Das ist jetzt gut gespielt. Man schmeißt die Bombe. Next geht aber noch auf den Repeak. Er hätte einfach die Bombe durchlegen müssen in dem Moment. Ja, und so ist es halt Keith jetzt Richtung Lange. Mal schauen, was er machen kann. Gar nichts mehr. Ist im Nachteil gegen die UMP und gegen die M4. Ja, dann hätten wir noch auf den Bombenplant gehen können. Next versucht halt nochmal die Information, um Shoulder Peak rauszuholen. Klappt die aber nicht. So, das heißt, für Flipside jetzt erhält er erstmal der Vorteil. So, die Nate kommt erstmal gut reingeflogen. Da zwingt man Flipside, sich erstmal weiterhin zurückzuziehen. Ja, Blade ist da jetzt so ein bisschen gefangen. Der muss natürlich auf seinen Rücken achten. Ja, und Big entscheidet sich fast vollständig über den Park zu ziehen. Bombe zieht auch langsam an sich hinterher. Und sie haben halt nur Pistolen, ein bisschen Kevlar dabei. Und müssen jetzt einfach mit gutem Gewissen irgendwie durchrennen oder nochmal wirklich das Tempo rausziehen und zurückzuziehen. Und es soll wohl nochmal hier komplett über den Park zurückgehen. Also, wird noch ein bisschen Panoramaroute gelaufen. Der Talk about mal Laufwege. So, da ist man von hinten schon durch und Waylander kann damit jetzt erstmal die Schlinge hier zuziehen. Blade hält hier auch direkt Gob B ab und sie haben sich komplett auseinandergerissen. Waylander muss auf den Playground aufpassen und sie rennen hier direkt rein. Und können dadurch die Runde nochmal aufmachen. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Was macht denn Flipside hier gerade? Die Runde sah so gut aus für sie. Besonders mit Waylander da hinten. Und der bekommt halt einfach ins Gesicht geschossen. Und dadurch kann die Runde hier nochmal zerbröckeln. Für Flipside. Und das nur mit Pistolen. Auf jeden Fall sehr, sehr viel Schaden gemacht. Gut wäre, wenn sie noch die zweite M4 rausbekommen würden. Das klappt hier auch. Dann misst das Ding nochmal auf. So, Blade jetzt Richtung Kart. Keith kommt an die M4 ran. Dann sieht's da ran. Tapsen wird hier abgehalten. Und jetzt halt nur noch Keith. Und das können sie hier nochmal souverän. Gerade so nochmal auf den grünen Zweig bringen. Also, Flipside holt sich hier nochmal die Runde. Auch wenn es eine sehr, sehr teure Runde war. Endeffekt Runde ist Runde, zweimal eine M4 durchgebracht. Weil der das hier an der AWP.
Und er versucht direkt vorzugehen. Bei Big hat man natürlich noch keine AWP, dafür reicht das Geld nicht. Und World Edit hier mit dem Positioning-Vorteil. Direkt auf First Big reingegangen, erfolgreich zurück, Arbeit getan. Ektronik jetzt hier weiterhin nochmal mit Informationen Richtung Lang. Na, dann wird man vielleicht einen von Big hier sogar antreffen. So, die Information bekommt er. Und er zieht sich zurück. So, World Edit wird natürlich genau das gleiche machen. Vielleicht sogar die Position wechseln. Das macht man jetzt auch. Also die AWP auf Long Range abstellen. Tapsen muss da ein bisschen aufpassen. Und ich glaube, er hat ihn gesehen. Ja, er hat ihn gesehen. Ganz kurz über die Blumen das Köpflein drüber geguckt. Und sie stehen sich wieder die Beine still bei Big jetzt erstmal. Sie warten natürlich auf den Fehler hier von Flipside. So, da kommt jetzt die Smoke, die gibt Electronic das Backup und hat eine wunderbare Gap, die er ausnutzen kann. Deshalb fällt das Ganze erstmal hier in die Toilette zusammen. World Edit kommt hier gerade nochmal so raus. Electronic kommt hier gerade nochmal so raus. Damit die 4 gegen 1 Situation. Also die Smoke war schön. Weil da konnte man Electronic eine gute Position bringen und der versucht jetzt einfach das Kreuzfeuer hier aufzubauen. Richtung Lang abzuhauen mit seinen letzten AP, auch Informationen dafür sein Team zu holen. Und das ist das 5 zu 14. Flipside gewinnt hier die erste Waffenrunde. Ja, und wir haben genau das gleiche Spiel, was wir eben auch auf Cash gesehen haben. Dass Flipside eigentlich ein super solides CT-Team ist, aber auf T-Seite hier heute einfach keinen Stich auf jeder Map sieht, die sie bisher dann gespielt haben. Sei es auf Overpass, sei es auf Cache. Also da bisher keine wirkliche gute T-Leistung gezeigt. Dafür auf der CT-Seite meiner Meinung nach auf jeden Fall sehr solide. Jetzt heißt es für Big, vielleicht hier die taktische Pause zu nutzen. Das Game hier vielleicht nicht zu machen mit einem Tech-9-Go. Beziehungsweise einmal Pistols. Und die logische Konsequenz, wenn man Pistols kauft und kompakt vorgeht, sollte es eigentlich B werden. Na, mal schauen, ob sie da durchkommen. Flash direkt runter vom Waylander. Da spekt man erstmal keinen. Oh, das war aber gut von Big. Die sind halt direkt rüber gerannt. Na, die warten jetzt vor der Smoke. Waylander hat eine sehr offensive Position. Da muss er aufpassen, dass er nicht zum Opfer fällt. Deswegen zeigt Kopf B hier einfach auf Information zu. Der macht hier ein bisschen Stunk. Das soll der Fake werden. Und dann soll es schnell, sehr, sehr schnell Richtung B-Spot gehen. So, Kopf B muss da ein bisschen aufpassen. Das heißt, Electronic wartet da schon. Flash kommt gut reingeflogen. Kopf B checkt die Ecke nicht. Versucht einfach nur Stress zu machen. Waylander steht unten. Straight hier rein. Für zwei Leute reicht's. Legia macht das Ganze nochmal auf. Aber jetzt liegt es an Markelow. Die letzten beiden kann er vielleicht abhalten. Die Nate kam etwas unglücklich dafür ihn reingeflogen. Bombe versucht man hier noch zu legen. Legia wird nicht getroffen. Er bekommt nochmal die Bombe durch. Das Ziel erreicht für die Jungs von Big, die Bombe zu legen. Waylander macht da zwar zu viel Schaden, aber zumindest kann man hier die Bombe mitnehmen. Und damit heißt es hier, weiterhin für Flipside dran zu bleiben. So, die müssen jetzt aufpassen. Beim Big gibt es jetzt die nächste Waffenrunde, nachdem man hier die Bombe gelegt hat. Käfer an der AWP. Mal schauen, ob er auf T-Seite hier auch so glänzen kann, wie es uns auf der CT-Seite gezeigt hat mit der AWP. Also Electronic da wieder Richtung Lang unterwegs. Man versucht wieder den Park einzunehmen. Kief da mit der AWP abzustellen. Und jetzt erstmal hier wieder auf die Mittekontrolle zu gehen. Parkkontrolle hier unter der Feder von Gob B. Eigentlich immer ein sehr wichtiges Spielelement. Auf das Blick hier auf Overpass eigentlich immer setzen kann. Besonders wenn sie halt Kief an der AWP haben. Du hast halt diese langen Gänge.
Und da versucht man halt erstmal immer ein bisschen, ja, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Jetzt zwischenzeitlich hier komplett den Connector eingenommen. Sie stehen halt mega defensiv. Die haben halt keine Information, was Big hier vorhat. Die wissen nur, dass die AWP Richtung lang geschossen hat. Die haben keine Information, was in der Mitte abgeht. Und Big steht bereit für einen B-Split. So, damit geht's jetzt drauf. Und mal schauen, was ihr machen könnt. So, der Execute klappt hier sehr gut. Das Board hier gesplittet. Sie warten Richtung Wasser. Kommt B da mit dem ersten. Doch, kann den zweiten hier zumindest specken. Ah, die Flash ist gut. Blade versucht durchzupushen, irgendwie den Bombenplant hier noch aufzuhalten. Sie kriegen es aber jetzt erstmal unter Kontrolle. Ein 2 gegen 2. Damit ist noch World Edit und Electronic über das Window. Bombe kann dadurch geplantet werden. World Edit macht trotzdem den Track. Und Lekia steht da komplett offen. Kann die Bombe dann nicht defensiv legen. Und sie können hier den Retake runterspielen. Und Flipside auch die nächste Runde aufs Konto bringen. Also Big. Ja, wurde da ein bisschen durch Blade, durch den Push hier, komplett aus dem Konzept gebracht. Weil sie hatten eigentlich die Bombe hier schon fast im Plant. Und dann zieht er rum und sprayt hier einfach zwei Leute raus. Und das war gerade so, ja, der Bruch dafür Big in dieser Runde. Weil eigentlich sind sie sehr gut auf den Spot durchgekommen. Auch einen sehr schönen Executor ausgespielt mit zwei Smokes, die halt einfach den Spot gesplittet haben. Und dann hat Gob B noch die Öffnung gefunden. Aber wiederum, da hat es halt nicht gereicht, das Ganze, ja, aufzuhalten, in dem Blade da rumgezogen ist. Hat sie gerade so ein bisschen auseinandergenommen. Aber sie bekommen wieder die Öffnung Richtung B. Und damit jetzt auch den Vorteil bei Big. Lekia musste dazu zwar schon gut Schaden einstecken, aber es ist trotzdem wieder der Vorteil für Big und vielleicht der erhoffte Vorteil hier. Da springt man sich noch gegenseitig fast zum Gruße vors Gesicht. Ja, das kann Blade natürlich jetzt ausnutzen. Die Information gibt ihnen Zeit. Und sie decken jetzt im 2 gegen 2. Electronic schiebt zwischenzeitlich hier schon runter. Sie haben natürlich sehr viele Informationen. Sie haben zwei Richtung kurz gesehen. Big lässt sich viel Zeit. Also sie wollen es wieder mit dem B-Spot versuchen. Hat ja eben eigentlich ganz gut geklappt. Wenn Gob B direkt hier Richtung Wasser durchkommt, wäre das Gold wert. So, Nate Richtung kurz kommt reingeflogen. Gob B kann da nicht wirklich reinziehen. Dafür fehlt einfach auch das Equipment. Oder beziehungsweise die Smoke. Versucht das Ganze Richtung kurz zu decken. Laufen hier voll in Makelov rein. Damit ist es jetzt Tapsen hier im 1 gegen 1. Kann es entscheiden. Er muss an die Bombe rankommen. Makelov macht sehr, sehr viel Schaden, kann die Tapsen aber nicht bezwingen und Tapsen noch mit 18 Sekunden. Er geht in die Offensive, er sieht den Spieler, weiß, dass World Edit hier an der AWP ist. Versucht den Schuss rauszubeten, kann die Bombe jetzt liegen. So, Bombe liegt einigermaßen offen, World Edit da mit wenig HP. Da zieht Tapsen rum und er macht die Runde. Das ist der Matchpoint für Big. Also, sie können es hier rumreißen und das Ganze beim zweiten Versuch Richtung B. Schaffen sie es, die Verteidigung von Flipside zu durchbrechen. Da macht Makelov ziemlich viel Schaden noch. Am Ende ist es Tapsen hier, der das Ding klatscht. Sehr, sehr schlau. Sehr, sehr schlau von Tapsen ausgespielt. Also nicht zu viel Risiko. Zieht rum, sucht den Spieler und versucht ihn dann im Nachgang rauszufischen. Also das war sehr, sehr clever von Tapsen in der Situation gespielt. Und das ist, ja, der Matchpoint für Big. Können sie es jetzt beenden? Oder schafft es Flipside hier nochmal, ja, in die Overtime? Das ist die Frage der Fragen. Electronic macht jetzt hier einen auf den Simpel. Sehr, sehr alleine da auf sich gestellt. Weil der hält ihm zwar einigermaßen den Rücken frei. Aber das ist natürlich sehr, sehr riskant. Da muss Electronic aufpassen. Sobald da irgendwas Richtung Toilette reinkommt auf dem Refrag, ist es meistens das Todesurteil für ihn, wenn er da keinen Shot setzt. Ah, Big baut sich aber erstmal wieder langsam auf. Die Bombe bewegt sich erstmal wieder Richtung B und Keith wartet ab. Und Keith macht die Öffnung. Dadurch Big eher wieder fokussiert auf den B-Spot. Und das heißt, es liegt jetzt am Blade und Makelov, hier höchstwahrscheinlich das Team am Leben zu halten.
Es geht Richtung B drauf. So, jetzt geht man zu zweit Richtung Kurz. Keine Chance, da irgendwas zu machen. Makelov jetzt allein im Wasser. Macht hier Tapsen platt. Aber der Spot ist offen und Makelov steht komplett im Kreuzfeuer. So ist das hier die Entscheidung. Gott, B wird rausgenommen. Dadurch nochmal die 2 gegen 2 Situation. Und jetzt liegt es am World Edit. Kann er das hier ausspielen? Kief hält hier ihm den Rücken frei. Jetzt hüpft hier sogar nochmal der Spieler runter. Und es ist halt nur noch der letzte Spieler. Und das ist World Edit. Und das ist das GG World Blade. Flipside kann hier auch die zweite Map nicht für sich entscheiden und damit ist Big eine Runde weiter.